Na dann, ich kann es mir nicht verkneifen, weil es gehen ja solche an sich deutschen Wörter durch die ja, Medienlandschaft auch empört und unerhört. Was steckt dahinter? Alles zu dem Thema IQ ist nichts, Unbildung alles. Seid mir nicht böse, wenn ich mal das Buch hier mit anpreise. Ich habe da eigentlich alles zusammengefasst, denn wir leben in gefährlichen Zeiten. Es droht nämlich die Idiokratie, die Herrschaft der Dummen. Also, nehmen wir mal das Wort auseinander. Unerhört. Nicht erhört. Es hört keiner. Also ein scheinbarer Fakt oder ein Eindruck, der bislang noch nicht gehört wurde. Also muss er doch gehört werden. Damit man aber aus der grauen Masse heraussticht, empört man sich. Man bringt sich selbst empor. Eigentlich ganz einfach. Betrachten wir mal ein paar Zeilen aus dem Buch. Der Volksmund drückt es brutal aus. Sage nie zu einem Arsch, Arsch, dass er ein Arsch ist. Es könnte morgen schon dein Chef sein. Diese Art Mensch, also dieses diese Art Mensch weiß um ihre Schwächen und die fast nur auf mangelnde Bildung und Übung zurückzuführen sind und fühlt sich denkbar schlecht dadurch. Denn die Schwächen schmälern ihr Ansehen erheblich. Diese Art versucht nach Kräften, ihre Schwächen zu verbergen. Oder, und jetzt kommen wir eigentlich zu diesen Worten unerhört bzw. empört, oder durch herausstechendes Aussehen, durch Partei ergreifen für Exoten oder exotische Ansichten, Lebensweisen und so weiter zu übermalen. Also es passt immer wieder in dasselbe Schema. Die Leute fühlen sich eigentlich, ja, nicht angesehen, nicht erhört und bringen sich empor, sodass sie aus der Masse herausstechen. Allerdings in diesem Fall sicherheitshalber nur damit, dass es, sagen wir mal, machtkonforme Verhaltensweisen oder Ansichten sind, die sie damit endlich erhören lassen wollen. Solche Verhaltensweisen entdeckt man auch bei Jugendlichen. Vor allem Pubertierende sind sich ihrer Schwächen seelisch allzu schmerzlich bewusst. Sie wissen, dass sie von den Erwachsenen noch nicht für voll genommen, also noch nicht genug angesehen werden. Klar, was tun sie nicht alles, um aufzufallen? Plötzlich tragen sie Kleidung oder Frisuren, die nicht unbedingt vorteilhaft aussehen. Oder? Und? Sie kritisieren ihre Eltern aufs Schärfste wegen deren umweltschädlichen Verhaltens oder und wegen deren Spießigkeit und fühlen sich dann moralisch so überlegen. Nicht zu vergessen ist der Blick auf fehlendes Ansehen, wenn man die Fortpflanzung betrachtet. Fortpflanzung ist eines der wichtigsten Bedürfnisse der Menschen. Dahingehend nicht beachtet zu werden, schmerzt sehr. Und wieder muss ich schreiben. Bald mehr dazu. Nicht beachtete Menschen wollen nur wahrgenommen werden und unternehmen alles dafür. Alles. Sogar für andere Unsinniges und nicht selten auch Böses. Ja, das zu diesen beiden Worten. Nicht erhört, es hört keiner, also es fällt nicht weiter auf. Beziehungsweise ich muss mich empören, also emporbringen, hochbringen, damit ich aus der Masse heraussteche. Ob das zu diesen beiden Worten, die in letzter Zeit, naja, allzu oft gebraucht werden und wir sie immer wieder hören. Was sind denn Empörte? Was sind sie denn schon? Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, mit diesen beiden Worten auch wieder etwas zum Gesamtverständnis beigetragen zu haben. Alle guten Wünsche, bis zum nächsten Video. Tschüss.